Das offene Kunstwerk von Umberto Eco. Wir befinden uns im Jahr 1962, als Umberto Eco, italienischer Schriftsteller, Philosoph, Medienwissenschaftler und Semiotiker, ein Buch verfasst mit dem Titel Das offene Kunstwerk. Ich werde euch einen kurzen Einblick in seine Thesen geben. Der Interpret und das Kunstwerk müssen beide unterschiedliche Merkmale aufweisen, um sie als offen charakterisieren zu können. Der Interpret muss zum einen das Werk individuell interpretieren, im Sinne des Kunstkonsumenten, und zum anderen selbst in das Werk eingreifen, im Sinne eines Ausführenden. Damit ist aber nicht gemeint, gestalterisch in das Kunstwerk einzugreifen. Umberto Eco schreibt, dass jede Interaktion, wie das Betrachten oder das Lesen eines Kunstwerks, schon eine Ausführung darstellt. Zusammengefasst nennt man das den Interpretationsprozess. Das Werk muss auch bestimmte Merkmale aufweisen. Zeichen werden als Konstellation komponiert und die strukturelle Relation ist nicht eindeutig definiert. Auch der Hintergrund selbst wird zum Bildsujet. Somit hat der Betrachter die Möglichkeit, sich Richtungen und Verbindungen selbst auszusuchen. Dies nennt man wieder den Interpretationsprozess. Als Beispiel nennt Umberto Eco hier die informelle Kunst. Informelle Kunst ist ein Sammelbegriff für die Stilrichtung der abstrakten Kunst und charakterisiert vor allem eine künstlerische Haltung. Klassische Form- und Kompositionsprinzipien werden abgelehnt, wie auch die geometrische Abstraktion. Darunter zählen Stilrichtungen wie Tachismus mit Beispielen von Bruyant und Vols, Action Painting und Art Brut. Ziel war es, Bewegung in das Kunstwerk zu bringen. Es ergeben sich aber auch zwei Probleme bei der Poetik des offenen Kunstwerks. Zum einen die Frage nach den möglichen Lesearten. Hier muss ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Informationsmasse und einem Minimum an Verständnis hergestellt werden. Eine Abstimmung zwischen dem Wollen des Künstlers und der Antwort des Rezipienten. Das zweite Problem ist die Frage nach den geschichtlichen Ursachen. Gemeint ist damit zum Beispiel die Ortsbezogenheit eines Kunstwerks. Was passiert mit einem Kunstwerk, wenn es den Ort, für den es geschaffen wurde, entzogen wird? Wie können zum Beispiel Kunstwerke, die für den österreichischen Pavillon auf der Biennale erstellt werden, an einen anderen Ort wieder ausgestellt werden? Oder wie können künstlerische Handlungen wie eine Performance festgehalten werden? Kann zum Beispiel die fotografische Dokumentation einer Performance von Wally Export und Peter Weibel auch nur einen geringen Teil das wiedergeben, was man live erleben konnte? Zum Schluss lasse ich Umberto Eco noch einmal selbst zu Wort kommen. Er schreibt: Die Poetik des offenen Kunstwerks strebt danach, im Interpreten Akte bewusster Freiheit hervorzurufen.